letzten Jahre profitiert hat, das kann man ganz klar an den Statistiken ablesen. Wir haben heute Reallöhne, die liegen unterhalb des Niveaus der Jahrtausendwende. Die Rentnerinnen und Rentner haben in der Zeit etwa 10% ihrer Kaufkraft verloren, weil die Renten eben nie den Inflationsausgleich wirklich abgedeckt haben. Aber gleichzeitig haben wir in Deutschland heute Gewinn- und Vermögenseinkommen. Die liegen um 60% oberhalb dessen, was wir zur Jahrtausendwende hatten. 60%, das ist viel mehr als das Wirtschaftswachstum. Das ist Umverteilung, nichts anderes. Oder gucken Sie sich die Vermögensstatistik an, da wird es noch drastischer. Also während ein Kleinsparer heutzutage auf sein Sparbuch derartige Mickerzinsen kriegt, dass ihm ja noch nicht mal die Inflation ausgeglichen wird. Das heißt, in Wahrheit ist jemand, der spart, ein Kleinsparer zumindest, der verliert jedes Jahr Geld, weil die Inflation höher ist als die Zinsen, die er auf dem normalen Sparbuch kriegt. Aber währenddessen ist das eine völlig andere Situation für die wirklich Reichen, für die Millionäre und Multimillionäre. Deren Vermögen steigt interessanterweise zwischen 8% und 10% jährlich. Und zwar schon seit vielen Jahren. Und die Banken prognostizieren auch, dass das wohl so bleiben wird für die nächsten Jahre. 8% bis 10% plus jedes Jahr bei den Vermögen der Millionäre und Multimillionäre. Das ist die aktuelle Realität. Und jetzt lade ich Sie ein, stellen Sie sich mal vor, wir hätten in Deutschland eine Gewerkschaft. Und diese Gewerkschaft würde tatsächlich es sich auf die Fahne schreiben, 8% bis 10% mehr Lohn für ihre Beschäftigten im Jahr zu erkämpfen. 8% bis 10% mehr Lohn für ihre Beschäftigten, für ihre Branche. Ich glaube, da können wir uns alle ausmalen, was da los wäre. Es gäbe einen Aufruhr in der Medienöffentlichkeit. Und von Spiegel bis FAZ würden sie alle schreiben, diese Gewerkschaft ist völlig verrückt geworden. 8% bis 10% mehr Lohn im Jahr, das ist doch überhaupt nicht erwirtschaftbar. Das ist doch völlig realitätsfremd. Das ist doch gar nicht finanzierbar, wenn diese Löhne um 8% bis 10% steigen. Und nun ist das Interessante, wo ist die Zeitung oder die Zeitschrift, die schreibt, 8% bis 10% mehr bei den Vermögen der Millionäre und Multimillionäre ist unfinanzierbar. 8% bis 10% mehr bei den Vermögen der oberen 10.000 ist nicht erwirtschaftbar, ist realitätsfremd. Und das Schlimme ist natürlich, nein, es ist nicht unfinanzierbar, dass die Vermögen der Reichsten in diesem Lande derart schnell wachsen, sondern wir alle finanzieren das mit Einschnitten in unserem Lebensstandard, mit schlechteren Löhnen, mit schlechteren Renten, mit schlechterer Bildung, mit mager ausgestatteten Krankenhäusern, mit all diesen Verschlechterungen, mit überschuldeten Kommunen, die sich dann keine Schwimmbäder und keine Bibliotheken mehr leisten können. Mit alledem finanzieren wir faktisch diese grandiosen Vermögenssteigerungen am oberen Ende der Gesellschaft. Und da hat die Linke eine ganz einfache Idee. Lassen Sie uns das doch mal umkehren. Lassen Sie uns doch mal politisch dafür sorgen, dass die Reichsten, die oberen 10.000, die Millionäre und Multimillionäre mit ihrem Vermögen etwas dazu beitragen, dass unsere Löhne, unsere Renten, unsere Gesundheitsversorgung und unsere Bildung besser wird. Lass uns doch endlich mal dieses Vermögen besteuern. Lass uns diese Umverteilung doch mal umkehren. Das wäre doch mal was Neues und es wäre vielleicht auch sinnvoller angelegt, das Geld.